Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal im NS22 auf der Map Frühling. Ja, wie ihr seht, haben wir einiges vor. Also die DLC habe ich schon nicht gekauft, vielleicht mache ich das noch am Wochenende, vielleicht möchte ich auch im nächsten Monat schon gucken. Werde ich dann auch auf jeden Fall mir zulegen. Ich finde das schon sehr interessant, was da diesmal rausgekommen ist. Und auch wie viel da rausgekommen ist, also muss man ganz ehrlich sagen. Ist wirklich mal ein tolles Ding. Ja, ich habe mir das hier von unserem Lohnunternehmer oder Forstunternehmer ausgeliehen. Wieder so schön reden. Bin dann noch zum Teil ja mit eigenen hier unterwegs, wie ihr seht. Ja, und diese Kolonne, die müssen wir jetzt nach und nach mal in den Wald fahren. Warum hier auf dem Weg? Ganz einfach. Hier hinten rum. Ups, da. Das ist ein Quatsch, nicht? Nee, nicht wirklich. Hintenrum von der Tankstelle her gesehen, also rechtsrum war nichts zu machen. Und hier konnte man sich einigermaßen bewegen im LKW. Deshalb hier rum. Ja, dann nochmal, ja, wollte ich letzte Woche schon auf dem Mal erkennen, ich würde mal in Europa gelegen und dann ging mir so ein Tag wieder ein bisschen besser und dann, ja, Corona. Dann hat mich Corona erwischt. Und ja, wurde zwar ziemlich. Das war relativ zügig, war ja mehr oder weniger freigetestet, aber ich habe schon Platz für die Tauschen. Konnte nichts machen, ich habe keine Laden, kein nichts. Und muss dir ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich doch so ein bisschen wieder geschmälert. Deshalb heute am Samstag habe ich die erste Aufnahme wieder. Ja, wo ich mich auch wieder richtig drauf freue, weil ich habe mich auch die ganze Zeit so nicht gezockt. Ich habe letztes Mal gezockt hier, wo ich den Headtrading, PC und Lenkrad und so weiter eingerichtet habe. Deswegen sind wir hier auch schon relativ weit. Wir sind jetzt hier im Moment war. Im letzten Mal habe ich eine Heu gemacht. Das war Oktober oder September sogar. Ja, habe als Halter gedüngt. Die Gülle ist komplett leer. Die Miste, da war voll. Also 60.000 Liter waren drin. Und so viel es geht hier in die BGA gefahren. Dann, wie ihr seht, habe ich hier noch einen Mistverkauf hingesetzt, weil die nimmt ja nicht so viel. Und ich einfach keine Lust hatte, sag ich mal, das noch da drin zu lassen, du wirst nicht mehr her drüber. Das ist einfach so. Und da dachte ich mir, das hier ist schon ganz schön gut, wenn man da wieder zuregt. Ja, und jetzt wollen wir mal die Kolonne so nach und nach in den Wald bewegen. Rechts rum ging gar nichts, der Straße her. War etwas zu eng. Und dann habe ich mich hier für den Weg hier entschlossen, hinten beim Bauernverkauf, sag ich mal, vorbei. Und dann starten wir mal. Weil wir müssen Brennholz machen für unsere Kunden. Wir haben jetzt November, also jetzt wird es kalt. Deshalb sind wir da schon großzügig unterwegs. Und ja. Wir wollen natürlich Holz verkaufen. Wie ihr seht, unser ganzer Stand ist jetzt nicht gerade so prickelnd. Wir bezahlen den Holzunternehmer nach Arbeitsstunden der Maschinen. Das ist ein großes Glück, immer natürlich eine Freude ist mit denen. Und er hat genug zu tun. Braucht mehr. Also er konnte nicht machen für mich. Sagen wir mal so. Na, dann wollte ich doch mal. Fahren wir doch mal los, würde ich sagen. Gehen wir mal raus. Ich kann mal sagen, ich probiere mit meinem eigenen Gesicht. Ich kann aber nichts versprechen. Warte mal kurz. Ich muss gerade mal hier wieder auf Null stellen. Ja, jetzt gucken wir wieder mal vernünftig. Jetzt habe ich doch mal das hier so angenommen und den Lenkrad. Ansonsten müssen wir mit hier dem langen, denke ich mal, auf jeden Fall auch mal in der Außenansicht fahren. Ich habe das hier wieder angeglichen. Und da war wieder richtig stark.
sind schon Bretter wieder produziert worden. Kann man auch wieder verkaufen. Ah ja, nochmal verkauft mal so einen Schwung, aber es sind schon wieder mehr wie genug da. Also ich habe auch neben dem Hühnerstall, neben dem Schlafstall, habe ich auch einen Hühnerstall gebaut, 5x3 Meter. All die, weil ich, da lohnt sich einfach mehr wie Salat und so weiter. Wir haben ja den anderen großen Garten am Hof. So, dann wollen wir doch mal hier gucken. Da war doch schon mal wieder grundverkehrt. Die Ausnahme zu spielen. Wir hätten nämlich schon gewusst. Was ist denn zu kämpfen? Ich wusste es. Jetzt ist nicht mehr, wenn man es hier festgefahren hat. Jetzt machen wir ein Dubelstück. Das ist so typisch. Der erste Fauxpas hier. Da müssen wir gucken. Da kann man natürlich auch nicht mehr vorwärts machen. Jetzt müssen wir was hin. Übelste Landwirtschaftssimulator-Tricks hier wieder. So, jetzt muss man hier mal gucken, ob wir hier hinkommen. Das Monster so verhaspelt. Ja, ich wusste, ein Schritt muss dran glauben. Na klar. So, jetzt gucken wir mal. Dass wir hier vernünftig in den Wald reinkommen. Hier auf diesem Platz hier zu entladen. Da liegt natürlich schon noch Holz rum vom letzten Mal. Das sind wir so gut auch wie nix. Ich bin hier mal gespannt, ich habe mir die Worte noch nie gearbeitet. So. Ach so. Thank you.
nichts weiter. Dass wir hier nicht noch fest bleiben mit dem Gerät. Aber ich muss schon ehrlich sagen, es ist spannend. Ich finde den Unterschied, ein schöner Unterschied von anderen. Und mit Lenkrad zu fahren, das hat er immer gleich zu übergeben. Setzen wir mal den nächsten. Also ich habe nie richtig wirklich so stark Forst gemacht, sagen wir jetzt mal ein paar Bäume oder irgendwie auf der Hinterkaifer kann ich jetzt mal am Wald durchforstet. Das hat ganz gut funktioniert. Aber dann habe ich auch so eine Kettensäge und Seilwände gemacht. Da war es auch kein Vollender oder so im Einsatz. Also ich meine ein Vollender oder so habe ich noch nicht so viel gearbeitet, weil einfach auch mit der Maus, mit der Steuerung und so, das wird immer angenehm. Ich denke mal, irgendwie mit dem Joystick und so weiter, das wird schon eine schöne Sache.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich freue mich auf nächstes Mal. Vielen Dank.